Auf dieser Wiese kann Viva con Agua normalerweise einen Haufen Spenden einnehmen. Da hätte nämlich das Zürich Open Air stattfinden sollen. Die Idee ist simpel, erklärt der Geschäftsführer. Besucherinnen und Besucher können ihre Becher und damit das Depot an Viva con Agua spenden. Dieses Jahr ist aber alles anders. Ja, ist recht beschissen auf jeden Fall, wenn man das mal so ausdrücken kann. Ich glaube, wir lieben Festivals, wir lieben Kultur, Musik, sich das Vernetzen, das Miteinander und auch in so einer Energie oder in so einem Umfeld dann auch können wirklich etwas Gutes tun und Spenden sammeln. Nach dem Verbot von Grossveranstaltungen ist im Gregor Anderup schnell klar geworden, dass sein Verein in diesem Jahr fast keine zuverlässige Einnahmequelle für Spenden hat. Eine schwierige Situation für den Geschäftsführer. Wo wir plötzlich so das Ausmaß begriffen haben, was die Corona-Krise bedeutet, ist das für mich persönlich zuerst mal so ein Mix aus Schock, überhaupt nicht verstehen, was gerade passiert und gleichzeitig relativ schnell auch immer wieder mit Hoffnung verbunden und dann gefühlt aber auch immer so schnell in so ein Handeln hineinkommen und das Gefühl, oh, es ist vielleicht jetzt auch eine Chance, das irgendwie nochmal anders zu nutzen. Ohne Festivals findet das Becherspenden halt online statt. Viva con Agua hat in diesem Jahr fast alle Spendenaktionen ins Internet verlagert. Wir haben dann unter anderem verschiedene Streaming-Festivals gemacht mit ganz unterschiedlichen Musikern und Musikerinnen. Wir haben aber auch im Bereich Sport und Kunst verschiedene Aktivitäten gemacht mit so Running, digitalen Run-Aktivitäten oder dann Live-Versteigerungen im Internet. Um den Spendenausfall noch ein bisschen weiter zu verkleinern, hat der gemeinnützige Verein eine Weihnachtsaktion ins Leben gerufen, wo interessierte Geschenke für Menschen in Entwicklungsländern posten können. Für 10 Franken kann man bereits eine Handwaschstation für eine ganze Familie schenken oder ein Abtropfgestell für eine Familie in Nepal oder ein Hygienekit für eine Person. Das ist uns allen sehr deutlich bewusst worden, was es eben heisst, Seife zu haben, wo man sich regelmässig die Hände waschen kann. Das teuerste Geschenk ist ein WC-Häuschen für eine Schule im Wert von 3'000 Franken. Die Weihnachtsaktion läuft bis am 24. Dezember.